Hallo, meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und wir gucken uns heute Arsch Attack von Shock TV an. Grüße gehen raus, mein Guter. Erstmal Lucken. Okay, 27p, damit gebe ich mich gerade so zufrieden. Das ist Arsch Attack. Das ist Heart Attack. Das ist Heart Attack. Jetzt kommt Attack on Titan. Hallo! Wie immer könnt ihr natürlich alles, was ich euch heute zeige, nicht selber machen, da kein Mensch diesen beschissenen weißen Bastelkleber hat. Also, los geht's. Lust auf ein bisschen Zauberei? Ja, der weiße Bastelkleber. Bis zum nächsten Mal bei Art Attack. Tschüss! Stark, oder? Ein abgetrümmter Kopf? Mit dem macht sogar das Aufräumen Spaß. Wollt ihr auch sein? Kein Problem. Holt eure Axt raus und legt los. Besorgt euch als erstes einen großen Schwanz und blast ihn auf einen. Wenn ihr fertig seid und der Schwanz richtig schön hart geworden ist, dann könnt ihr in eine große Schüssel wichsen. Für den Henkel klebt eine möglichst lange Kackwurst an die Schenkel. Wenn ihr damit fertig seid, dann seid ihr damit fertig. Ja, geil, ist das cool, das Video. Oh, das muss ich schon nochmal antun, ey. Trennter Kopf? Mit dem macht sogar das Aufräumen Spaß. Wollt ihr auch sein? Kein Problem. Holt eure Axt raus und legt los. Besorgt euch als erstes einen großen Schwanz und blast ihn rein. Wenn ihr fertig seid und der Schwanz richtig schön hart geworden ist, dann könnt ihr in eine große Schüssel wichsen. Für den Henkel klebt eine möglichst lange Kackwurst an die Schenkel. Wenn ihr damit fertig seid, dann seid ihr damit fertig. Und dann seid ihr damit fertig. Tolle Sachen kann man bekanntlich aus allem machen. Damit hat er mich jetzt, ohne Mist, ne, damit hat er mich jetzt dran bekommen, ne? Ich habe jetzt gedacht, ja, ne? Die Rakete trifft ein Haus. Nur raus. Tolle Sachen kann man bekanntlich aus allem machen. Doch was machen Sachen? Was machen Sachen? Tolle Bilder kann man bekanntlich zu Kreisbildern machen und einer, der kann das ganz besonders gut. Neil, unser großer Spast. Neulich war Neil in einem Vogelpark spazieren und hat einen Vogel gefunden. Alter, was eins gleich. Schaut mal, was er macht und versucht herauszufinden, wofür er dabei diese weißen Steine hier verwendet. Echt süß, oder? Neil, ja. Unser großer Spast, ist anscheinend gut zu vogeln. Der Witz vor allen Dingen noch am Ende ist gut zu vögeln, ey. Oh, da kommt Scherzen, ist das geil, ey. Ah, schön. Geisterfahrer! Ist euch schon mal aufgefallen, dass man Menschen fast immer nur von vorne zeichnet, aber niemals von der Seite? Ich weiß auch warum. Weil von der Seite zeichnen scheiße ist. Aber kein Problem, ich zeige euch ein paar Tricks, wie es viel leichter geht. Nehmt euch ein Blatt Papier und einen Stift und zeichnet zuerst den Kopf. Dann lackiert ihr noch ein paar Details weg und dann 1, 2, 3, einen Kreis. Schlampe. Und jetzt seid ihr dran. Holt euren Schwanz raus und legt los. Achso, okay. Manchmal bekommt Metall im Alter einen sogenannten Grünspan. Jens Spahn. Oh. Oh, Scheiße. Oh, geil. Oh, das Video hat mich gekillt, ne? War das geil. Ja, wenn ihr mehr so geile Videos sehen wollt, unbedingt seinen Kanal auschecken. Shock TV. Und hat mir mega gefallen, war wieder sehr, sehr geil gemacht. Also ich liebe ja auch seine Videos. Ich gucke jetzt schon ein bisschen länger. Und wie immer, das Video ist unten
in der Beschreibung, ja, sowas gibt's auf YouTube. Es gibt's nämlich unter dem Video, gibt es so eine Beschreibung. Ich weiß, kennen viele nicht, obwohl die schon 10 Jahre auf YouTube unterwegs sind. Aber da kann man auch gucken, so, ne, mit den Augen, aber lesen, was da drin steht. Und da ist das, ist sein Kanal verlinkt und als Video. Ja, und damit sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, haut rein und tschüss.